Und jetzt mal hier zum heutigen Stand der Kriege in der ganzen Welt. So darf es einfach nicht weitergehen. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst du mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihrem Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Dann mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin schon alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben hier, hey, aufs Spiel gesetzt? Und das Leben aller anderen, sag mir mal warum. Die laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich finde das so bekloppt. Warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das wollen? Oder geht's da um Geld? Wie viel Geld für wenige Bonzen, die Panzern und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen? Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Twist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder gibt es da noch für Gründe, die ich genau bescheuert finde? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wo die Kriege nötig sind. Ich bin wohl zu alt. Ich bin ein alter Mann und trotzdem kann ich's noch nicht. Hey, verstehen dann.